Die Flintenuschi, auch Ursula von der Leyen genannt, ist leider Gottes, wie gestern bekannt geworden ist, wiederum zur Kommissionspräsidentin gemacht worden. Zumindest gibt es die Absichtserklärung dazu, sie dazu zu wählen. Und da stellt man wirklich die Frage, was dieses System der Europäischen Union eigentlich wert ist. Denn wir erinnern uns an die Dinge, die uns Ursula von der Leyen schon sozusagen nachgeworfen hat, zum Beispiel den ganzen Impfwahnsinn in der Corona-Zeit. Wir erinnern uns, dass es eigentlich auch gegen sie Untersuchungen gegeben hat, wie es eigentlich zu diesen Bestellungen über ihr Privattelefon von unglaublich vielen Impfdosen gekommen ist. Alles das ist heutzutage egal. Sie ist wieder oder sie sollte wieder ins Amt bestellt werden. Was mich noch mehr schockiert, ist der Umstand, dass sie jetzt an ihrem Projekt weiterarbeiten kann, nämlich einen kriegsführenden Staat wie die Ukraine in die Europäische Union einzugliedern. Das halte ich tatsächlich für massiv problematisch, weil ja dann doch auch die eine oder andere Beistandspflicht schlagend werden würde und Europa damit zur Kriegspartei wird. In Österreich sind deutlich über 60% gegen eine Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union. Und wenn man sich ansieht, wie die Europäische Union in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch zu einem antidemokratischen Haufen geworden ist, dann unterstreicht es ja den Reformbedarf innerhalb dieser Europäischen Union. Wir haben erst kürzlich gesehen, dass man zum Beispiel über ein Mitgliedsland wie Ungarn einfach drüber gefahren ist. Insofern, dass die Ungarn gar nicht für die 1,2 Milliarden Euro für die Ukraine, für erneuerliche Waffen- und Kriegsgerätlieferungen stimmen wollten und dass man schlicht und ergreifend die Stimme der Ungarn übergangen hat. Also wir sind weit weg von einem Vetorecht, wie man uns immer gesagt hat. Also wenn wir nicht einstimmig sind, dann kommen gewisse Dinge nicht. Also das schaltet man jetzt schon peu à peu aus. Und nochmal, ich bin gerade im Zusammenhang mit der Ukraine nicht dafür, dass wir zusätzlich Öl ins Feuer gießen und mit NATO und EU-Beitritten hier arbeiten, sondern wichtig wäre hier an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Ich habe gestern die Möglichkeit gehabt, den ungarischen Außenminister Szijjártó zu treffen und er sieht das ganz genauso. Denn eine Frage muss man in diesem Zusammenhang schon stellen, nämlich jene, sollten diese Waffen tatsächlich geliefert werden und auch die Munition dazu, wer soll die in der Ukraine schlussendlich dann auch noch bedienen? Die logische Konsequenz daraus wäre europäische Soldaten und das wäre so richtig, Öl ins Feuer zu gießen, damit wäre Europa Kriegsteilnehmer. Das kann doch nicht der Wunsch unser aller sein und wie gesagt, europäische Soldaten sind die einzige Konsequenz, denn in der Ukraine ist das sinnlose Sterben mittlerweile so weit vorangeschritten, dass erstens einmal die Einrückungstermine oder beziehungsweise die Einberufungsalter immer weiter heruntergesetzt werden und keine ausgebildeten Soldaten mehr vor Ort sind. Das heißt also, wer soll hochkomplexes Kriegsgebiet in der Ukraine gegen die Russen führen. Ich halte das für ein wirkliches Spiel mit dem Feuer und ja, eine Kommissionspräsidentin von der Leyen wird das wohl nicht besser machen. Das heißt also, wir müssen hier wirklich rasch dafür sorgen, dass vor allem in den europäischen Nationalstaaten vernünftige Regierungen zustande kommen, die dann zumindest im Europäischen Rat so einen Wahnsinn verhindern können. Dann können wir vielleicht auch Flintenuschi ein wenig in Schach halten, aber das jetzt nur am Rande. Jedenfalls eine drastische Fehlentscheidung in der Europäischen Union. Es tut mir leid, dass Wahlverlierer trotzdem am Ende dann wiederum als Sieger hervorgehen können. Aber so wie man auch gestern beim Fußball gesehen hat, das Match ist noch lange nicht zu Ende und man kann sich jederzeit die Führung unter den Nagel reißen. Und genau das ist es, was wir Freiheitliche mit der Hilfe der österreichischen Bevölkerung auch machen wollen, um eben die vorher erwähnte Trendwende auch herbeizuführen. Ich bedanke mich bei den vielen treuen Abonnenten, freue mich über alle, die neu dazukommen. Einfach ein Gefällt mir da lassen, ein Abo klicken, die Glocke aktivieren. Wir sehen uns dann morgen wieder. Da wäre vielleicht etwas ausführlicher über den Tag von gestern mit dem ungarischen Außenminister berichten. Ich wünsche euch noch alles Gute.